zusammen und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute, okay, ich bin hier oben. Heute ist schon Mittwoch. Gestern habe ich lustigerweise, dummerweise, die SD-Karte von dieser Kamera zu Hause vergessen. Und ja, deswegen konnte ich den Vlog gestern noch nicht starten, aber heute starte ich ihn. Ja, es ist gestern so passiert. Ich habe gestern um 6.30 Uhr ungefähr angefangen zu arbeiten. Habe dann die ganze Zeit an meinem Shopware 6 Plugin gearbeitet, was auch gut lief. Ich bin jetzt endlich weitergekommen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich Shopware 6 echt cool finde, weil da bei Shopware 5 war es nämlich immer so, dass wenn man jetzt drei Elemente hat, also drei Banner, drei selbe Banner, dann hat man halt Bild 1, Bild 2 und Bild 3 genannt. Und dann hatten wir für jedes Bild halt ein Feld im Backend und also wenn wir jetzt ein eigenes Einkaufsfeld-Element machen. Und das finde ich halt nicht so cool, weil man dann so viele Felder hat. Und bei Shopware 6 ist das so, du hast halt den Storefront, sage ich jetzt mal, und den Backend-Part halt getrennt. Und du hast halt deine Config, die du aufbauen kannst, einmal. Du hast quasi einmal Media, einmal Titel, einmal Link, einmal Subline. Und dann kannst du nämlich darauf zugreifen und einfach diese Slots da mit Vue.js kannst du dann quasi einfach sagen, ey, ich habe Slot 1, Slot 2, Slot 3. Das heißt, ich habe drei verschiedene Banner, aber ich brauche das nur einmal konfigurieren und kann das dann im Backend aber dreimal eintragen. Also ich habe dann für jeden Banner ein Feld, wo ich das anpassen kann. Und das finde ich mega cool gemacht. Das ist nämlich viel schöner und viel sauberer und auch für mich einfach auch einfacher, weil dadurch kann ich jetzt nämlich Einkaufswelten-Elemente aufbauen, beispielsweise Content-Elemente, also, und kann die dann mehrfach nutzen. Also ich könnte hier zum Beispiel eine Config aufbauen für irgendein Standard-Ding und kann das dann halt mehrfach nutzen für andere Funktionen und das finde ich richtig cool. Und ja, dann bin ich gestern nach Hause, ich habe meinen Tisch umgebaut, weil ich es ein bisschen größer haben wollte. Und ja, danach habe ich auch schon gestreamt und mein Stream war eigentlich sehr cool. Ich habe jetzt diese Buybox da responsive gemacht. In meinem Stream gab es ein paar Diskussionen, warum PHP scheiße ist und sowas, weil ich arbeite ja mit PHP, fand ich ganz lustig mitzulesen. Hat nur noch das Popcorn gefehlt. Ja, war eigentlich ganz lustig. Auch danach hat man sich gut unterhalten. Gestern konnte man sich echt gut unterhalten. Ich hatte auch gestern viele deutsche Leute, die dazu gestoßen sind und auch auf Deutsch geschrieben haben. Ja, war eigentlich ganz witzig. Und eigentlich wollte ich um 5 Uhr aufstehen. Ich habe aber bis 11:30 gestreamt und dann habe ich mir gedacht, nee, ich kann nicht noch eine Nacht so wenig pennen, weil davor die Nacht habe ich auch schon sehr wenig geschlafen, weil ich irgendwie nicht zur Ruhe gekommen bin. Und ich denke mal, wegen Feiertage dieses früh schlafen gehen bringt halt immer nie was. Und ja, jetzt ist es 9 Uhr, ich fange um 9 Uhr heute an. Ich werde weiterhin an meinem Shopware-Plugin arbeiten. Ich habe ja nur noch aktuell dieses eine Projekt. Ich gucke, dass ich da werde ich jetzt halt 8 Stunden arbeiten und danach werde ich dann noch vielleicht ein paar Livestream-Videos wieder cutten, damit ich die auf YouTube hochladen kann. Und ja, ich werde auch später wieder ein paar Learnings machen, weil ich mir das heute wieder fest vorgenommen habe. Und ja, ich werde jetzt mal anfangen und dann sehen wir uns später. Wieder zu Hause. Es ist jetzt ungefähr 6 Uhr. Heute ist ja wieder Mittwoch. Noch Mittwoch. Ja, ich war auf der Arbeit, bin jetzt fertig, habe gerade mein Homeworkout gemacht. Vielleicht sieht man das an meinem roten Gesicht. Habe schon chillige Klamotten an. Auf jeden Fall mache ich mir gerade was zu essen. Kann ich ja mal zeigen. Es gibt Gemüse. Und Naturreis. Das ist mein Essen für heute und hoffentlich auch morgen, damit ich nicht so viel kochen muss. Muss ich jetzt mal kurz umdrehen. Und ja. Ich werde gleich noch eine Stunde oder so ungefähr an meinem
Projektarbeiten. Ich habe etwas gefunden, was vielleicht mir eine Lösung bringen könnte, mein Problem zu beheben. Ich habe nämlich jetzt eigentlich sollte es funktionieren. Aber irgendwie funktioniert es halt nicht. Gibt irgendwelche Node-Fehler aus, was halt irgendwie keinen Sinn macht, weil ich arbeite ja nicht mit Node. Also da muss es halt irgendwie im Shopware Core Code irgendwas sein, was halt nicht. Also es ist halt irgendwo mein Fehler, aber irgendwas halt, was nicht richtig gesetzt ist und deswegen kommt so ein Node-Fehler raus. Ich habe nämlich jetzt auch gesehen, dass man mit einer Dependency Injection kann man den Media Service hinzufügen, also ein Media XML anlegen. Und darüber kann man dann halt ein TypeString hinzufügen, wo ich sage, hey, das ist mein Element und dieses Element soll man dann halt auch für die Elemente, die ich aufgebaut habe, nutzen und nicht den von Shopware. Weil ich habe nämlich in einem Shopware 6 Forum gelesen, dass die Leute das so gemacht haben und jetzt versuche ich das mal, diesen Weg. Und hoffentlich geht das. Wenn das geht, dann wird dann werde ich sehr gut vorankommen, weil sobald das erste Backend-Plugin steht, kann ich die restlichen easy dazu bauen, weil ich ja dann quasi einen funktionierenden Weg gefunden habe, aber den habe ich leider noch nicht und ja, vielleicht macht es dann auch Sinn, dass Alex dann auch nochmal drüber schaut oder Daniel, vielleicht sehen die etwas, was ich nicht sehe und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall gleich essen. Werde mich weiter an das Projekt setzen und danach wollte ich wieder streamen. Ich wollte heute nämlich wieder Destiny streamen, da kann ich morgen, ich hatte überlegt, ob ich morgen so ein Q&A mache. Vielleicht wäre das ja ganz witzig für den Stream und vielleicht ein paar so Reaction-Videos anschauen und ja. Also, wir sehen uns dann morgen, später oder morgen. Also, los! Can I have this? Deutsch reden. Weißt du, meine Brüder bei der Arbeit klauen mir mein Essen. Meine Mitarbeiter. Okay. Ich habe gesagt meine Brüder, du hast meine Mitarbeiter verstanden. Ach, filmst du? Ja. Guck mal, dieser Mensch, film mal diesen Mensch, wie der raus möchte. Jacke. Bei welcher Temperatur? 21. Komm, guten Morgen. Ja, zieh mal lieber deine Jacke aus. Ja dann, bis später. Also ich muss ja eins loswerden. Wie nice sieht bitte mein Setup aus, außer das Ding gerade einen Wackelkontakt hat. Was ist da los? Okay, scheinbar habe ich es jetzt kaputt gemacht. Oder ist es heile? Naja. Auf jeden Fall, wie nice sieht bitte mein Setup aus. Ich setze mich mal hier hin. Okay, ignoriere dieses kleine Ding da unten. Das habe ich eigentlich nur, damit ich meine Füße drauf tun kann, weil ich so ein kleiner Mensch bin. Aber ja, es sieht schon nice aus. Gut, die Softbox. Aber oh mein Gott, ich bin gerade echt richtig in Love mit allem. Mein Gaming-Setup. Erstmal hier meine geile Tastatur, meine Maus, mein Gaming-PC. Dann habe ich ja hier mein MacBook, meine beiden Bildschirme. Ich habe jetzt zwei Bildschirme, so wie auf der Arbeit. Thanks for that at 8 Miles. Jetzt habe ich auch ein Mikrofon zum Streamen. Ja, mein Headset. Ich werde mir gleich noch einen Headset-Ständer bestellen, damit der das auch nicht immer so rumpimmelt. Es sieht einfach so nice aus. Ich bin gerade totally in love mit meinem Setup. Ey, wirklich, das ist einfach nur, keine Ahnung, wie soll ich sagen, wie wenn jemand sein Traumauto gekauft hat oder wenn jemand, keine Ahnung, sich einfach einen Traum erfüllt hat. Genauso ein Gefühl habe ich einfach mit meinem Setup. Ich komme hier rein, sehe es und bin einfach glücklich. Ich bin einfach glücklich, wenn ich das sehe. Es hört sich voll komisch an, aber ey, ich liebe einfach nur mein Setup. Es ist einfach richtig schön. Es ist clean. Ich liebe das auf der Arbeit natürlich auch. Aber ich weiß nicht, das hier ist nochmal so ein richtig Minimalismus on point. Und da oben werde ich auf jeden Fall noch was tun. Also ich werde vielleicht noch so Bilderrahmen holen. So vielleicht so LED-Spots, hatte ich gedacht. Eigentlich wollte ich diese Wand schwarz machen. Aber Daniel ist dagegen, weil er der Meinung ist, dass es dann alles zu dunkel aussieht. Und deswegen darf ich das nicht. Vielleicht hole ich mir auch einen neuen Tisch, der dann bis zum Ende der Breite geht, weil das nervt mich ein bisschen, weil der Tisch geht zwar in die ganze Breite, aber der Tisch ist nicht so tief und da hast du nicht so viel Platz und deswegen finde ich den Tisch aktuell besser.
und geile Socken am Start. Ja, ich kann einfach nur erwähnen, ich liebe mein Setup. Wir haben heute übrigens schon Donnerstag und ja, mach mir gerade was zu essen. Es gibt Kartoschkas und Lachs mit Brokkoli und Blumenkohl. Und ja, ich werde gleich streamen. Vorher mache ich noch so ein bisschen Learnings. Dann vorbereite ich mich auf den Stream, weil heute werden wir ja ein bisschen mehr Backend machen. Ich freue mich schon drauf. Ich habe gestern ja auch schon gestreamt. Gestern habe ich gezockt und habe dabei gestreamt. Heute werde ich wieder einen Coding-Stream machen. Morgen werde ich nicht streamen. Morgen werde ich auch nicht so viel arbeiten. Weil erstens werde ich meinen Freund wiedersehen. Wir haben ja morgen Freitag. Ich werde meinen Freund wiedersehen. Zweitens habe ich die Woche schon sehr viel gearbeitet. Und brauche einfach mal eine Auszeit, weil gehe ich wieder am Samstagabend zur Firma, weil wir da mal wieder was planen. Aktuell streame ich sehr viel, wie euch das wahrscheinlich schon aufgefallen ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da momentan echt Bock drauf und solange ich Bock drauf habe, so viel zu streamen, sollte ich das auf jeden Fall auch nutzen. Ich habe übrigens endlich das Shopware 6 Plugin zum Laufen gebracht. Das funktioniert jetzt. Auch der Backend-Teil, der Frontend-Teil, es funktioniert jetzt alles. Das, was ich übrigens erzählt habe, das war ein Data Resolver, den ich damit eingebunden habe. Und dadurch hat es jetzt funktioniert. Ich bin echt glücklich, dass es jetzt funktioniert, weil jetzt, ab jetzt, wird es einfach, den Rest aufzubauen. Weil dadurch, dass ich jetzt einmal das Backend-Plugin aufgebaut habe, wird der andere Part easy sein, weil ich jetzt verstanden habe, wie die Funktionen aufgebaut sind in einem Backend-Plugin bei Shopware 6. Und ja, ich freue mich einfach nur drauf. Ich bin auch wieder richtig motiviert bei dem Projekt. Also wirklich, seitdem es läuft, bin ich auch wieder richtig konzentriert und habe wieder richtig Bock auf das Projekt und starte da jetzt sozusagen voll durch. Und ich werde jetzt auf jeden Fall was essen, meine Learnings machen und dann sehen wir uns vielleicht später beim Stream oder morgen. Alexa, stopp. Hallo, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei euch ist. Ich bin gerade zu Hause, heute ist Sonntag. Ich mache gerade, mal weiter runter. Pancakes, vegane Dinkel-Pancakes mit Äpfeln. Da ist der Teig. Und ja, wie war meine Woche? Heute ist ja schon Sonntag. Freitag habe ich ja ein bisschen Auszeit genommen, weil ich ein bisschen Pause haben wollte. Samstag war ich dann um 17 Uhr wieder im Büro. Allerdings haben wir dann nur gezockt. Und ja, wir haben einfach bis 5 Uhr morgens gezockt. Die anderen haben bis 6 Uhr oder 7 Uhr gezockt. Ich nur bis 5. Ich habe dann bis 10 Uhr geschlafen. Wir haben jetzt ungefähr so 12, 1 Uhr. Ich mache mir jetzt was zu essen. Dann wollte ich noch meine Videos schneiden. Eigentlich wollte ich heute einen Livestream machen. Allerdings funktioniert unser Internet heute nicht, was ich total nervig finde mal wieder, weil ich bräuchte das eigentlich heute. Ich meine, es wäre echt cool, wenn man heute auch streamen könnte. Aber ja, wahrscheinlich kann ich das heute nicht machen. Nichtsdestotrotz werde ich dann gleich noch mein Video hier bearbeiten, damit ihr wenigstens meinen Vlog schon mal sehen könnt von dieser Woche. Und ja, dann werde ich jetzt das Video auch mal beenden und werde meine Pancakes fertig machen, werde mein Video schneiden, werde meine Learnings heute weitermachen, werde mich ein bisschen um mein Streaming kümmern, damit das auch in Zukunft vernünftig läuft, weil irgendwie waren die letzten Tage immer Probleme. Aber nun ja, ich hoffe, euch hat mein Vlog gefallen und ja, vergesst nicht einen Daumen hoch und kommentiert und abonniert und alles drum und dran und wir sehen uns im nächsten Mal.